Der erste namhafte russische Tourist in der Residenzstadt war wohl Zar Peter der Große. 1698 bis 1712 weilte er mehrere Male in Dresden. Zar Peter kam nach Dresden zum ersten Mal sozusagen inkognito, aber in Begleitung von 200 Personen. Gewohnt hatte er auf der Festung Königstein und Dresden hatte er mehrmals besucht. August der Starke war nicht da, da haben sie sich nicht getroffen diesmal. Und alles, was er gesehen hatte, war sehr wissbegierig. Alles, was er gesehen hat, technische Kultur, Kunstobjekte, hat er später vieles davon in seiner Heimat angewendet.